So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Nexomon für die Nintendo Switch, wo sich zuletzt die Ereignisse ein bisschen überschlagen haben, auf der Suche nach der Wissenschaftlerin Margot. Denn beim versteckten Dorf hat es sich herausgestellt, dass eigentlich die Kinder Omnicrons, die von dem legendären Nexomon-Bändiger Ulza vernichtet sein sollten, doch noch nicht vernichtet sind. Sie sind noch existent. Und das wiederum bedeutet natürlich auch, dass Omnicron auch noch am Leben ist. Aber wie konnte es sein? Wie konnte die Geschichtsschreibung so sehr verhunzt werden? Tja, Fragen über Fragen. Und Antworten erhoffen wir uns von Ulza selbst, der allerdings tot ist. Weshalb wir dann uns jetzt auf den Weg machen müssen zu dem unbekannten Gebiet hierhin, wo eine Schülerin von Khan lebt. Ebenfalls eine Aufseherin mit dem Namen Hilda, die wiederum eine Seance für uns abhalten muss. Sie soll den Geist Ulzas heraufbeschwören, auf das wir dann erstmal herausfinden, was dann vor Jahrtausenden wirklich geschah. Weshalb leben die Kinder Omnicrons noch? Was ist jetzt hier los? Fragen über Fragen. Aber jetzt erst einmal in diesem Part kümmern wir uns erstmal darum, ein paar Level-Ups zu kriegen. Mal wieder Kamoleon. Hätte schon fast gedacht, ich hätte den Namen falsch ausgesprochen. Aber hier im Walde. Scheint es anscheinend auch noch ein paar Turbinen-Piranhas zu geben. Okay, wir haben auch noch einen Wiederbeleber gefunden. Gut. Oh, eine Thermofliege. Ich muss schon sagen, diese Monster hier sind beim besten Willen. Keine Herausforderung mehr für unser Team. Oder besser gesagt, für unsere feurige Raubkatze. Ach, wie schön es eigentlich auch ist, dass die Level-Ups jetzt bloß so hier geflogen kommen. Okay, das hört sich blöd an. Also die Level-Ups kommen uns einfach entgegengeflogen. Sodass wir auch sogleich eine weitere Entwicklung in diesem Part zu Gesicht bekommen. Ja, so einfach ist es. Noch ein weiteres Level-Up und schon entwickelt sich Ferrosera weiter. Naja, und danach werden wir dann sowieso auch noch unser neuestes Teammitglied, was wir zuletzt ja gefangen haben, auch noch mal ein bisschen trainieren. Unseren Donnervogel Galvaria. So, Level 38 erreicht. Zeit für die Weiterentwicklung. Tja, mächtig! Glückwunsch! Dein Ferrosera wurde zu einem Firios. Heftig, mächtig, kräftig. Mal kurz die Datenbank aufrufen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass Ferroseras Weiterentwicklung Firios sich noch weiterentwickeln kann.
Und doch, auf Level 48. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Na gut, Galvaria, zeig du dann erstmal in diesem Part, was du drauf hast. Osten Hildas Festung. Soll es jetzt wirklich schon so einfach sein, zu Hilda zu gelangen? Bist du auf dem Weg zu Hildas Festung? Ah, naja, viel Glück, mein Freund. Das hört sich ja eigentlich ja schon nicht sehr euphorisch an. Okay, vielleicht sollten wir jetzt wirklich das Training erstmal ein bisschen außer Acht lassen. Wir haben ja Ferozera jetzt zu Firius weiterentwickelt. Dann können wir jetzt erstmal sehen, zu Hildas Festung zu gelangen. Lauf, dreh dich um! Hilda, Hilda ist verrückt geworden, die ganze Stadt ist verflucht, lauf! Hildas Festung, die Zitadelle der Unsterblichkeiten. Naja, in ein paar hundert Jahren hat sich ja sagt die Stadt auch ein bisschen verändert. In Nexomon Extinction. Ist auch sowieso um einiges düsterer. Hä? Was geht denn hier vor? Was sind das für Dinger? Geister. Oh mein, du bist nicht hier aus der Gegend, oder? Du bist besser daran, wenn du jetzt gehst, Kind. Ein düsteres Schicksal erwartet dich in dieser verfluchten Stadt. Du wurdest gewarnt. Naja, wir wurden ja sag schon öfters mal gewarnt. Oh, hey Kid, es ist schön zu sehen, dass einige Leute von Hildas Fluch verschont wurden. Du solltest dich nur um deine eigenen Dinge kümmern, dann wird es dir hier gut gehen. Was immer du tust, fordere niemals Hilda heraus. Tut mir leid, wir müssen Hilda herausfordern, weil sie Ulzas Geist heraufbeschwören soll. Wow. Selbst die Leute hier im Center sind zu Geistern geworden. Was, du bist kein Geist? Woher wartest du dann? Verschwinde, solange du noch kannst. Wenn Aufseher Hilda es herausfindet, bist du in schrecklicher Gefahr. In geisterhafter Gefahr. Tja, was ist bloß erst einmal der Hilda geschehen, dass sie jeden hier in einen Geist verwandelte? Friedhof. Ja. Wenn's in Ordnung ist, gehe ich mal zum Friedhof hin. Voraus liegt Hildas Bereich. Die, die sich zu tief hineinwagen, kommen nie zurück. Ach, egal. Wir sind bereit. Wir haben ein gutes Team. So können wir auch ein paar Geister besiegen. Alles klar, das alles in allem nicht verwunderlich. Hallo. Sir. Lass uns einfach weitergehen. Bist du dir sicher, dass du da reingehen willst? Was? Die Hexe lächelt, als du ihr Gebiet betrittst. Hehe. Was zur Hölle? Vielleicht sollten wir mit ihm reden, bevor wir irgendetwas rücksichtslos tun. Lass uns den alten Mann finden gehen. Sicher ist sicher. Aber ja, die Zitadelle der Unsterblichkeiten, so wie das Gebiet später heißen wird, in ein paar hunderten von Jahren, sieht wirklich besser aus. Wo ist der seltsame Typ nur hingegangen?
Hier längs. Zu einem anderen Friedhof vielleicht. Oder vielleicht in irgendein Haus wie das hier. Nein. Anscheinend nicht. In den Brunnen gefallen scheint er auch nicht zu sein. Selbst wenn ich ein Geist bin, werde ich nicht damit aufhören, meine Nexomon zu trainieren. Ich werde auch nicht aufhören zu kämpfen. Kampf gegen einen Geisterbändiger. Das hört sich jetzt falsch an. Aber sei es drum, so kann Galvaria wirklich mal seine Elektro-Überlegenheit demonstrieren. Und wir könnten vielleicht auch gleich mal den heilenden Wind einsetzen. Tja, schön. Ein Nexomon, was sich grandioserweise selbst heilen kann. Wir sollten aber jetzt trotzdem mal zum Gnalligator rüberwechseln. Damit wäre ich dann jetzt auf der sicheren Seite. Gut, ich befand mich dann jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Zwei Level-Ups, wunderbar. Tja, ich denke, es ist nicht einfach, als Geist zu trainieren. Er kann dahingehend allerdings zum Glück sagen, dass seine Nexomon nicht zu Geistern wurden. Das wäre dann vielleicht unangenehm geworden. Ah, sieh mal an, ein Schnabeltier-Nexomon. Das war ein Schnabeltier. Ein ganz gewöhnliches Schnabeltier. Kein Agent P. Kein Perry das Schnabeltier. Du bist saunig. Okay, vielleicht schon. Nicht jeder kann er sagt dem Tornado ausweichen. Ich wollte schon sagen, fängt jetzt das Spiel wieder an zu haken wie damals? Das wäre jetzt unangenehm geworden. Wir könnten es eigentlich in diesem Part auch noch schaffen, Galvaria theoretisch auf Level 41 zu bringen. Wäre zwar eigentlich ein bisschen langweilig, aber es wäre wirklich möglich.
dass man uns jetzt allerdings Level 34 verwehrte, war unverschämt. Aber hey, Galvaria ist bis jetzt wirklich ziemlich stark. Elektroangriffe, Flugangriffe und dann noch ein Heilungsangriff. Was gibt es Praktischeres? Hey, Sir. Was willst du von Alfred, dem Friedhofswächter dieser verfluchten Stadt? Was ist mit diesem Ort passiert? Aufseher Hilda, die böse Hexe, die Stadt im Namen des Nexelord mit einem Fluch belegt. Die Einwohner haben ihre Körper verloren. Sie wurden zu Geistern. Schlafen nicht, essen nicht, arbeiten nicht. Faule Säcke. Nur der gute Alfred, der arbeitet immer noch. Und ich muss ja alles übernehmen. Die verdammte Hilda hat mich als einzigen verschont. Warum bist du kein Geist? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht soll ich ja all die Arbeiten erledigen. Ich habe meine Tage damit verbracht, Abenteuer für euch zu erschrecken. Alle, die Hildas Hexenbereich betreten, sind für immer verflucht. Das hört sich nicht gut an. Was denkst du, sollten wir tun, Dina? Dina? Oh nein, wo ist Dina? Hilda hat ihren Plan ausgeführt, wie es scheint. Dein Freund wurde entführt, oder Freundin. Wer weiß das schon so genau? Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Und sie wird keine Ruhe geben, bis sie euch bald auch hat. Wir müssen Dina retten. Du musst uns helfen, Hilda zu finden. Deppen, wie soll ein Kind einen Aufseher wie Hilda besiegen? Du musst uns vertrauen. Selbst wenn ich wollen würde, ich werde meinen Körper nicht riskieren, solange ich eine Gegenleistung erhalte. Okay, gut, was willst du, alter Mann? Geld? Ich habe ein kleines Problem. Noch ein weiteres, als in einer Stadt voller Geister zu leben? Yeah! Hämorrhoiden! Sieh, es gibt ein Gespenst des Nexomon, das mich jede Nacht zu Hause plagt. Ich habe jahrelang nicht geschlafen. Sieht man mir auch irgendwie an, dieser verrückte Blick. Dann hat mir ein Zahn auch noch während der Nacht ausgeschlagen. Wenn ihr das Monster für mich loswerden könntet, würde ich mir freuen, euch zu helfen. Geht zu meinem Haus und trete ihm für mich in den Arsch, bitte! Wenn das ein Videospiel wäre, wäre das die einfachste Aufgabe bisher. Lass uns nach Alfreds Haus suchen und das Nexomon bekämpfen. Das ist ein bisschen zu einfach. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu einfach. Einfach nur ein geisterhaftes Nexomon bekämpfen. Es aus dem Haus von Alfred vertreiben, austreiben. Und dann ist wirklich Schicht im Schach. Oh, verdammt nochmal, Bunrock. Ah, das hätte ich für den Ausgleich nehmen können. Ich hätte es... Oh, geheimnisvolle Druckfälle. Ein magischer Druckfälle reduziert die Angriffskraft deines Gegners. Naja, aber wie dem auch sei, wir hätten Bunrock ins Team aufnehmen können. Wir haben ja mit Firius ja wirklich schon mal ein ziemlich starkes Nexomon. Oh, was ist das? Knallender Schock. Finde ich irgendwie besser als geheimnisvolle Druckwelle. Moment. So, besser. Obwohl, vielleicht könnten wir auch dieses geisterhafte Nexomon in unser Team hier aufnehmen. Das wäre doch keine schlechte Idee. Wir haben immer Nexo-Traps dabei. Wir haben sogar goldene Nexo-Traps. Warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Aber wir müssen jetzt zuerst auch einmal Terus... Okay, Alfreds Haus finden. Oh, wer bist du? Ich bin ein reisender Händler, da hat mich Hildas Fluch nicht getroffen. Aber was kann ich schon tun? Ich selbst bin kein guter Bändiger. Niemand ist stark genug, um Hilda herauszufordern. Toll. Er hätte uns jetzt wenigstens ein paar Sachen verkaufen können.
das scheint, er sagt schon mal, nicht Alfreds Haus zu sein. Na gut, beim Friedhof wird er sagt schon mal sein Haus nicht sein, er ist bloß der Verwalter. Ist das hier vielleicht sein Haus? Ein bisschen heruntergekommen? Ich glaube, ich habe das Richtige ausgefunden. Hi. Ich bin ein böser Geist. Ich bin Monexo. Oh, wie unfair. Wir dürfen ihn nicht fangen. Nur austreiben. Fies. Wie unfair. Yay! Gott, das war sehr einfach. Zu einfach. War das so? Ah! Bist du Hilda? Du warst gemein zu meinem kleinen Tier. Jetzt werde ich gemein zu dir sein. Ist es, weil ich deinen hilflosen Freund gefangen habe? Wenn du sie so dringend willst, verspreche ich dir, du wirst früh genug an ihrer Seite sein. Schöne! Okay, genug. Oh mein Gott, du hast es tatsächlich geschafft! Großartiger Job, Jungs. Ich bin beeindruckt, ihr seid mutiger, als ich dachte. Ich habe mir entschieden, euch zu helfen. Was haltet ihr von mit am Friedhof, mir am Fett, mit am Friedhof zu treffen? Wir sehen uns! Wir sind geschockt. Hey, wir haben einen EP-Punkte-Teiler gefunden. Rüste diesen Gegenstand im Inventar aus, um die XP unter deinen Teammitgliedern zu verteilen. Es wird nicht mit ähnlichen Gegenständen gestapelt. Ich bezweifle eigentlich wirklich, dass es weitere EP-Teiler gäbe im Spiel. Aber schön! Hätte es dieses Teil nicht vorher geben können? Na, sei's drum. Jetzt, wo wir den EP-Teiler besitzen und aktiviert haben, können wir mal eben ausprobieren, wie er funktioniert. Das würde jetzt natürlich ja das weitere Vorankommen ordentlich schön einfach machen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt so gut war. Ich will aber jetzt eigentlich ein anderes... Okay, Draclone kriegt jetzt vielleicht nicht so viel EP, weil es schon einen guten Level hat. Und wir bräuchten auch nicht unbedingt einen feurigen Waschbären. Nein, Ladies and Gentlemen, brauchen wir nicht. Aber wir könnten ja jetzt mal wieder Ausschau halten nach diesen seltenen, naja, Gesteinshasen. Bunrock. War ja auch irgendwo hier in der Nähe gewesen.
Und da hätten wir ihn auch. Ja, wunderbar. Bunrock wurde gefangen. Mit gefangen, mitgehangen. Du musst jetzt mit uns kämpfen, ob du willst oder nicht. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder eine schöne Mischung für unser Team. Auf Level 26 entwickelt er sich schon weiter. Bedeutet dann wiederum, dass wir ihn schon irgendwann früher hätten kriegen können. Aber egal. Eine Entwicklung kommt hier allemal. Was ist das? Eine Reihe von Kraftern und gezielten Schlägen. Schwerer Stein. Punch. Wieso haben wir jetzt eigentlich nicht so viele EP gekriegt? Ja, okay, dieser Vogel ist irgendwie auch ein seltenes Nexomon. Jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, welches Nexomon wollen wir eher trainieren. Okay, den hier verfrachten wir erst einmal in die Box. Andererseits holen wir erstmal unsere Datenbank zu Rate. Schwierig. Sollte ich zuerst ihn hier? Wieso zum Henker kriegt er jetzt so wenig EP? Liegt das er sagt jetzt auch am EP-Teiler? Dann deaktiviere ich ihn mal kurz. Er hat jetzt auf alle Fälle mehr EP gekriegt. Mehr EP als zuvor. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie unser Gesteinshase jetzt als nächstes aussehe. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich lasse den schrägen Vogel lieber draußen und behalte unseren Boxrock drinne.
Okay, ich will jetzt erstmal die Geschwindigkeit ein bisschen vergleichen. Okay, die Geschwindigkeit wäre hier eigentlich besser. Also lassen wir jetzt erstmal unseren Boxerhasen mal drin. Okay, belassen wir es erstmal dabei. Wir haben neue mächtige Attacken hinzugefügt. Sind so jetzt einfach ziemlich stark unterwegs. Jetzt mal wieder eine verwunderliche Sache. War der Dornenangriff jetzt kein Pflanzenmove? Komisch. Aber gut, wir machen jetzt noch mal kurz einen Kampf. Und im nächsten Part sehen wir dann erstmal weiter, wie es dann mit Hilda und ihren Geistern dann so weitergehen wird. So oder so wird es geisterhaft hier werden. Ne, trotzdem nicht sehr effektiv. Ja, nicht sehr effektiv das Ganze. In der Tat verwundert mich das. Aber in diesem Fall werden wir da durch diesen verwunderlichen Kram erstmal ein Auge zudrücken. Und im nächsten Part sagen wir erstmal Hilda guten Tag hier auf dem Friedhof. Bis dann und schau, bis dann. Bis dann und schau und wartet mal. Gut, einen weiteren Trank gefunden. Jetzt kann ich erst recht sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und schau, wo wir uns in Hildas Festung hineinwagen werden, um Dina zu retten und um Antworten zu halten. Bis dann und schau.